Hallo, ich bin's, Kim Lian. Willkommen im neuen Jahr! Ich bin wieder zurück. Ich habe mir eine kleine Auszeit gegönnt über die Feiertage und so, weil gezwungene Videos sind nicht so cool. Es laden ja gerade alle YouTuber wie wild ihre Vorsätze für 2015 hoch und auch meine Freunde und Bekannten reden immer davon, ja, dieses Jahr wird alles anders. Und meistens, lustigerweise, wenn es um Vorsätze geht, sagen die Leute immer so: Ich weiß eh, dass es nicht passieren wird, aber ich nehme mir mal das und das und das vor. Und ich dachte mir, vielleicht geht es dir genauso. Deshalb drehe ich jetzt mal nicht meine Vorsätze ab als 100. Es sei denn, es besteht Bedarf, dann schreib mir gerne einen Kommentar, dann mache ich das auch noch. Jedenfalls dachte ich mir, jetzt ist gerade ganz akut der Zeitpunkt, wo alle noch irgendwie versuchen, ihre Vorsätze durchzusetzen. Und deshalb habe ich 10 Tipps parat, wie man seine Vorsätze auch wirklich durchziehen kann. Erstens. Ich mache das immer so, dass ich meine Vorsätze niederschreibe. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich habe da so ein schönes Blatt Papier genommen und habe da wirklich von Hand meine ganzen Ziele draufgeschrieben. Ich finde, das bringt immer mehr, als wenn man es nur auf dem Handy eintippt, dieses elektronische Zeug. Da verinnerliche ich persönlich das nicht so sehr, wie wenn ich das einfach niederschreibe. Da nehme ich mir auch immer ein ganz schönes Blatt, weil ich mir das aufhänge. Das ist eigentlich schon der zweite Punkt. Und zwar an einer Stelle, wo ich es immer sehe, sei es jetzt auf dem Klo, wenn du ja gerade da sitzt und rüberschaust, das vertiefe ich jetzt nicht. Das ist bei mir nicht der Fall, sondern ich habe es am Schreibtisch, das ist auch eine Möglichkeit. Oder beim Schminktisch, wenn du morgens da sitzt und so. Also irgendwo, wo du es halt öfter siehst. Und dann beim Arbeiten sehe ich es den ganzen Tag auch indirekt, wenn ich gar nicht bewusst hinschaue. Und das Hirn speichert das richtig schön ab. Und dir wird immer vor Augen geführt, das sind meine Ziele und die will ich erreichen. Weiters finde ich es sehr wichtig, dass man sich nicht übernimmt mit den Zielen. Also, dass du zum Beispiel 10 verschiedene Ziele hast, weil das lässt sich wirklich nur schwer alles gleichzeitig ändern, ist mir persönlich aufgefallen. Schlechte Angewohnheiten, die sind einfach schwer loszukriegen, wie wir alle wissen, und fordern wirklich viel Kraft von einem. Und wenn man sich dann 10 Ziele gleichzeitig vornimmt, dann weiß man gar nicht, worauf soll ich mich eigentlich hier konzentrieren. Und am Ende bleibt irgendwie alles auf der Strecke, weil es einen einfach überbeansprucht. Deshalb nehme ich mir immer vor, ich mache jetzt 2 Ziele oder ein Ziel und das dafür richtig. Je weniger Ziele du hast, desto eher erreichst du die und desto schneller auch einfach. Das hat sich bei mir zumindest bewährt. Und die anderen, ganz ehrlich, du musst nicht alles auf einmal ändern. Die anderen kannst du auf die lange Bank schieben. Sobald du das Wichtigste für dich geändert hast und sich das auch manifestiert hat in deinem Kopf, kannst du weitergehen zu den nächsten Zielen. Aber immer wirklich das Abarbeiten, Step by Step, lieber die Kraft wirklich fokussieren und das am Ende auch richtig durchziehen und nicht jedes Jahr 100 Sachen gleichzeitig machen wollen. Am Ende des Jahres, selbst wenn du nur eine Sache geändert hast, ist das wahrscheinlich bei den meisten, so wie auch bei mir früher, immer noch mehr als in den Jahren davor. Sehr wichtig finde ich auch, dass man diese Ziele dann in seinen Alltag auch integriert, weil wenn du nur hinschreibst, Sport machen auf deine Liste, dann bringt das nichts. Dann denkst du dir jeden Tag, ja gut, morgen mache ich Sport. Hey, morgen mache ich Sport. Und ja, morgen ist auch noch ein Tag, morgen mache ich Sport. Nee, du solltest dir wirklich vornehmen, montags und donnerstags das zu verfolgen. Oder montags, mittwochs, freitags. Je nachdem wie oft, sei es einmal in der Woche. Es ist immer noch öfter als keinmal. Und dann auch wirklich dich dran halten. Also wenn du in deinen Kalender immer reingeschrieben hast, Montag, Donnerstag, 17 Uhr Sport, dann auch deinen Alltag so planen, also zum Beispiel mit Freundinnen dann wirklich vielleicht die Treffen so legen, dass es nicht gerade am Montag um 17 Uhr ist, sondern halt dann sagen, nein, da bin ich im Fitnesscenter und wenn sie flexibel ist, dann was anderes einplanen. Natürlich kann man das dann auch mal an einen anderen Tag verschieben oder so, aber generell ist es gut, wenn man so fixe Posten einfach in seinem Kalender hat. Und dann verfolgt man die auch eher. Außerdem sollte man seine Ziele auch visualisieren können. Also zum Beispiel nur Sport machen in eine Liste zu schreiben, das ist auch zu wenig konkret eigentlich. Also man sollte vielleicht sich erstens mal informieren, was macht mir Spaß, damit man das auch durchzieht. Und dann halt wirklich sich in dem Ganzen vorstellen, Montag 17 Uhr Pilates oder Schwimmen. Und dann hat man auch immer das Bild von sich im Kopf, wie man schwimmt. Damit integrierst du das auch mehr in deinen Alltag. Und genau das Gleiche, also visualisieren, solltest du auch machen bei zum Beispiel Zielen, die du in der Schule hast. Stell dir dich vor, wie du diese Mathe-Klausur schaffst oder sowas. Das sollte man sich auch immer wirklich vorstellen,
wie man gerade in dem Moment ist und genau das sagt oder genau das tut. Weil dadurch, dass das Hirn sich das so oft vorstellt, wie du das gerade machst selbst, fällt es dann auch wirklich leichter, es tatsächlich zu machen, weil du hast es ja schon durchgeprobt im Hirn. Weißt du, was ich meine? Also visualisieren finde ich auch immer sehr wichtig. Seine Ziele sollte man auch mit Realismus planen, also wirklich sich über die kleinen Dinge auch freuen, weil du wirst nicht von heute auf morgen sofort diesen Stahlmucki-Körper haben, sondern ja, das ist ein langer Weg, wie wir wissen, und deshalb sollte man sich jedes Mal über die kleinen Dinge freuen. Jedes Mal, wenn du eine Session geschafft hast, wenn du im Fitnesscenter warst oder allein schon über die Tatsache, dass du es ins Fitnesscenter geschafft hast, so wie ich. Ich feiere das immer sehr, wenn ich mich dann überwunden habe, durch die Kälte wirklich dahin zu gehen. Ja, über solche Sachen auf diesem langen Weg sollte man sich auch freuen. Einfach um motiviert zu bleiben, weil nichts ist deprimierender, als wenn man jedes Mal nach Hause kommt, sich vor einen Spiegel stellt und sagt, ich habe es immer noch nicht geschafft, oder dann in Mathe zum Beispiel wieder eine nicht so ganz super tolle Hausaufgabe zurückkriegt und dann sagt, ich scheiße auf die Nachhilfe, weil es ändert sich ja nicht gleich. Nein, es ändert sich nichts gleich. Man muss einfach sich selbst auch Zeit geben, weil wir sind ja keine Maschinen, bei denen du von 50% Leistung auf 120% schalten kannst mal eben, sondern das muss sich halt langsam entwickeln. Ähnlich ist es auch bei diesem Punkt. Das Wichtigste ist eigentlich für mich immer, dass ich auch nicht zu streng mit mir selbst bin. Wenn du zum Beispiel mal ein Training auslässt oder wenn du, oder auch drei Trainings auslässt, weil du gerade eine Phase hast, wo es einfach anstrengend ist oder du sonst viel zu tun hast oder du einfach generell ein bisschen einen Durchhänger hast, sowas hat man ja immer wieder. Oder wenn du einmal, wenn du dir vorgenommen hast, ich mache jetzt alles auf gesund und ernähre mich nur noch korrekt, dann auch nicht böse sein, wenn du trotzdem mal wieder eine ganze Tafel Schoko gefressen hast, obwohl du dir dabei eigentlich schon gedacht hast, sollte ich eigentlich nicht machen. Sei hinterher nicht so streng mit dir, sondern sag, ist passiert, ist menschlich. Ich meine, genauso mit dem Rauchen oder mit dem Nägelkauen, du wirst nicht von einem Tag auf den anderen eine Gewohnheit los, sondern man muss die wirklich stückchenweise ganz langsam absetzen. Und ja, man sollte sich einfach nicht fertig machen, wenn man dann einmal eine Einheit auslässt oder wenn man einmal einen Fehltritt hat in seinen Augen, jetzt ernährungstechnisch zum Beispiel. Völlig egal, das gehört dazu. Erstens, weil man kann sich auch mal was gönnen, sei es eine Auszeit. Und außerdem, es bringt nichts, wenn du dir ein paar Fehltritte erlaubst und dann sofort sagst, wow, okay, jetzt kann ich das alles gleich lassen. So bin ich manchmal gewesen, immer so ein ganz oder gar nicht Mensch. Sondern ja, nicht das Ganze gleich lassen und wieder aufs nächste Jahr verschieben, weil dann vergeht wieder ein Jahr und je länger man Gewohnheiten hat, desto schwerer wird man sie los einfach. Also wirklich nicht so hart sein zu dir selbst. Jeder kleine Baby-Step zählt. Besonders gut beim Einhalten von Vorsätzen hilft auch, wenn man es einfach Leuten in seinem Umfeld erzählt, weil dann hat man so ein bisschen diesen, ich sag mal, positiven Druck, dass man das auch einhält und sich auch selber beweist und den anderen natürlich auch beweist, dass man es schafft. Deshalb finde ich das ganz praktisch, wenn man sich dazu entschlossen hat und schon sieht, okay, jetzt mache ich es zum Beispiel schon 2 Wochen, 3 Wochen, sowas. Jetzt erzähle ich es auch mal jemandem, weil ich persönlich erzähle das anfangs nie, sondern erst dann, wenn ich merke, okay, ich habe es jetzt schon mal 2 Wochen geschafft, mal schauen, wie es wird noch weiter. Dann beobachten mich auch die anderen und das hat mir auch schon öfter geholfen. Wo wir gerade bei anderen sind, Gewohnheiten lassen sich immer auch sehr gut ablegen, wenn man sich zusammentut. Wenn eine Freundin einfach die gleichen Gewohnheiten hat, die schlechten, dann tut euch zusammen, macht zusammen Sport zum Beispiel oder legt zusammen schlechte Angewohnheiten ab. Nie mehr Nägel kauen, nie mehr rauchen oder was weiß ich. Da könnt ihr euch beide gegenseitig damit motivieren, dass ihr wieder einen Tag geschafft habt. Und auch wenn die eine mal unbedingt will, sagen, nein, du machst das jetzt nicht, ich mach's auch nicht. Und ja, geteiltes Leid ist ja bekanntlich halbes Leid. Und zu guter Letzt noch der Tipp, nicht aufgeben. Wie ich schon gesagt habe, selbst wenn Rückschlag ist, weitermachen, sich das verzeihen. Und in Wirklichkeit ist echt nur der Anfang schwer. Ich zum Beispiel, was könnte ich nennen? Ja, ich boykottiere zum Beispiel seit Jahren McDonald's und sowas. Und das war am Anfang relativ schwer, weil ich einfach wusste, wie geil dieser Big Mac schmeckt. Das weiß ich auch immer noch. Allerdings habe ich vergessen, wie genau der Geschmack war. Deshalb ist es schon leichter, darauf zu verzichten. Und jetzt mittlerweile, nach Jahren, kann ich sagen, selbst obwohl ich weiß, es schmeckt geil und
ich könnte es jetzt eigentlich essen, habe ich dieses Bedürfnis hinzugehen, allein aus dem Grund nicht mehr, weil ich es jetzt schon so lange geschafft habe. Weißt du, irgendwann schlägt das dann um. Also es ist dann irgendwann dieser Punkt, wo du es einfach schon so lange nicht mehr gemacht hast, dass du allein aus Protest und um dir selber zu beweisen, sagst, nö, jetzt habe ich schon so lange nicht mehr geschafft, jetzt kann ich es allein deswegen nicht nochmal anfangen. Weißt du, was ich meine? Dann hält einen irgendwann die Tatsache an sich und dass man es schon so weit geschafft hat bei der Stange. Ich hoffe, dass das hilfreich war. Kannst mir gerne mal dein Feedback schreiben und schreib unbedingt für alle anderen, die sich die Kommentare durchlesen, selber Tipps, wie sie vielleicht ihre ganzen Vorsätze durchziehen können. Vielleicht auch so deine Erfolgsstory, wie du irgendwas durchsetzen konntest für dich selber. Würde mich sehr interessieren und die anderen bestimmt auch. Da freue ich mich schon sehr drauf, das zu lesen. Lass mir gerne auch Videowünsche dafür 2015. Ich bin top motiviert. Bis zum nächsten Video kannst du mir gerne folgen auf Instagram, Facebook und Twitter. Die Links stehen unten, da poste ich täglich irgendwelche Fotos. Und ja, ich freue mich auch, dich dort zu sehen. Ansonsten, bis zum nächsten Video. Tschüss!